Hallo meine lieben Aktienfreunde, lasst uns heute mal gemeinsam der Intel-Aktie auf den Zahn fühlen. Ein sehr interessantes Unternehmen, wo man auch sehr viel bei lernen kann, selbst wenn man sich jetzt mal nicht für die Intel-Aktie selbst interessieren sollte. Was aber vielleicht doch der Fall ist, denn wir haben hier einen Chip-Giganten mit 3,8% Dividendenrendite, der möglicherweise vor dem Turnaround steht, weil sich das Geschäftsmodell von Intel ändern soll. Wir gucken uns jetzt erstmal die Intel-Aktie an, was dafür spricht. Und ich sage euch mal, das ist eine ganze Menge. Dann gehen wir mal noch tiefer rein, dann werden wir skeptisch und am Ende werde ich dann ein Fazit ziehen. Die Intel-Aktienanalyse hier auf dem YouTube-Kanal, die basiert auf einer Aktienanalyse von dem David Sauceda, unserem neuen Analysten, der sich die Aktie im Detail angeschaut hat. Er hat 8 oder 9 Arbeitstage mit Intel verbracht. Und hier seht ihr die Aktienanalyse und sie ist sehr umfangreich geworden, über 6000 Wörter. Die ist kostenlos verfügbar und ich verlinke das Ganze auch. Ich habe mir dadurch natürlich viel Recherchearbeit sparen können, halte mich aber nicht sklavisch eins zu eins daran und habe auch teilweise eine eigene Meinung. Das ist auch das Schöne, man hat Fakten auf der einen Seite, aber dann muss man die interpretieren. Dann kommt dann vielleicht doch das ein oder andere ein bisschen anders raus, je nachdem, wer eben drauf diese Fakten drauf schaut. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich betreibe den Aktienfinder. Bei uns geht es langfristige Investieren, möglichst in Qualitätsaktien, um auch in schweren Börsenzeiten von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren, indem man dann auch in schweren Börsenzeiten dranbleibt. Auf los geht's los. Da würde ich mal sagen, werfen wir den Aktienfinder an. Ich habe da auch eine Watchlist, also einen Merkzettel erstellt mit unterschiedlichen Halbleiterherstellern drauf und die heißt Intel und irgendwo ist sie, da ist sie auch. Und wenn wir uns jetzt mal die Intel-Aktie angucken, dann erwähnen wir jetzt einfach mal so ein paar Vorzüge dieser Aktie. Das hier ist sie. Das erste habe ich schon gesagt, die Aktie bringt momentan 3,8% Dividende. Das ist ziemlich viel, auch historisch betrachtet ist das sehr viel. Wenn wir hier den Dividendenturbo mal befragen, dann könnt ihr sehen, dass wir sind hier, also es ist deutlich mehr als im 5-Jahres-Schnitt. Da gab es 2,5%, jetzt die besagten 3,8%. Die Dividende ist richtig nach oben geschossen, weil der Kurs nach unten ging. Das sind rund 40% vom Allzeithoch entfernt. Wir hatten schon ähnlich hohe Dividenden. Im Jahr 2012 muss man so 10 Jahre zurückgehen und dann während der Finanzkrise 2009 war es nochmal einen Ticken höher. Aber das waren natürlich auch besondere Umstände. Insgesamt oder langfristig betrachtet seht ihr hier an der Dividendenleiter, dass Intel ein sehr zuverlässiger Dividendenzahler ist, seit 29 Jahren die Dividende nicht gesenkt. Das ist, würde ich schon mal sagen, Fakt 1, was die Aktie interessant machen könnte. Fakt 2, gucken wir uns mal die Kennzahlen an bezüglich der Bewertung. Und dann könnt ihr hier sehen, dass wir momentan ein KGV auf den bilanzierten Gewinn haben von lediglich 6,3 auf dem bereinigten 7,7, KUV von 2, KCV auf den operativen Cashflow von rund 5. Und das ist deutlich niedriger als die direkten Konkurrenten AMD und Nvidia. Und wenn ich sage deutlich niedriger, dann meine ich auch deutlich niedriger. Also bei Nvidia ist das KUV zum Beispiel fast 7-mal so hoch, bei AMD immer noch mehr als 3-mal so hoch und das KGV ist 5-mal so hoch bei AMD und 7 oder 8-mal so hoch bei Nvidia. Das sind also massive Unterschiede hier bezüglich der Bewertung. Auch das könnte die Aktie sexy machen. Sexy auch vielleicht, weil wir Aussagen haben vom CEO von Intel, Pat Gelsinger, der sagt, 2021 war der Halbleitermarkt eine halbe Billion Dollar schwer. Im Jahr 2030 soll er eine ganze Billion Dollar schwer sein. Das heißt, wir sind hier in einem wachsenden Markt tätig und das ist also eine interessante Branche, der Halbleitermarkt. Ich nehme mal an, dass Pat Gelsinger das Ganze inflationsbereinigt gemacht hat, denn wer weiß, ob eine Billion in 8 Jahren überhaupt noch so viel wert sind wie 500 Milliarden heute. Aber ich gehe mal einfach davon aus, beziehungsweise dass sich keine Gedanken darüber gemacht hat. Was ist noch interessant bezüglich Intel? Intel schwächelt zwar ein bisschen im Vergleich zu den Wettbewerbern, aber das heißt nicht, dass es hier ein schwaches Unternehmen ist. Nein, sie haben hohe Ressourcen. Das könnt ihr hier sehen, wenn ihr in die Bilanz schaut. Da habt ihr beispielsweise, ich mache es ein bisschen größer für euch, haben wir hier Cash und Wertpapiere, also liquide Mittel mehr oder weniger, in Höhe von 38,7
Milliarden US-Dollar. Also da haben die schon etwas auf der hohen Kante, und zwar eine ganze Menge, reicht aus, um die kompletten zinstragenden Schulden, wenn sie denn wollten, auf einen Schlag zu tilgen. Also die haben noch viel Geld zum Investieren. Und wo wir schon beim nächsten interessanten Punkt wären, sie werden auch investieren, und zwar haben sie eine Änderung des Geschäftsmodells, das heißt dann IDM 2.0, Integrated Device Manufacturer. Vielen Dank an der Stelle nochmal an David Sauceda, unseren Analysten, wo ich das alles lesen durfte. Das heißt, sie gehen jetzt in die Auftragsfertigung rein, und zwar verstärkt, nehmen viel, viel Geld in die Hand, um neue Fabriken zu bauen in den USA, in Ohio, im Bundesstaat Ohio. 20 Milliarden in dem ersten Schritt, und sie haben viel Fantasie, sagen, bis 100 Milliarden könnten sie da rein investieren, was dann die größte Halbleiterstätte der Welt wäre. In Magdeburg, Deutschland, werden 17 Milliarden in zwei Fabriken investiert. Also sie machen sehr, sehr viel, um das Geschäftsmodell zu ändern. Das prinzipiell auch interessant, könnte auch Fantasie reinbringen. Noch mehr Fantasie dadurch, dass sie politischen Rückenwind haben. Denn momentan ist es so, dass in den USA und in Europa relativ wenig Halbleiter hergestellt werden. Das meiste kommt aus China, und das ist politisch mittlerweile unerwünscht, auch von den Firmen her. Stichwort Lieferkettenproblematik und dann natürlich politische Spannungen auch. Das sieht die Politik in den westlichen Ländern, USA und Europäischer Union genauso. Und deshalb sagt man, man ist bereit, auch diesen Aufbau einer Halbleiterindustrie in den westlichen Staaten finanziell zu unterstützen. In den USA spricht Biden von einem Paket in Höhe von 52 Milliarden US-Dollar. Die von der Leyen von 80 Milliarden in der EU, und von diesen Subventionen wird selbstverständlich auch einiges an Intel fließen, sodass die zusätzlichen Rückenwind bekommen finanziell aufgrund von politischen Motivationen. Und dann haben wir noch eine Perle im Intel-Universum, das sieht man, wenn man hier in die Segmente geht, und diese Perle nennt sich Mobileye, da geht es um das autonome Fahren, das ist eine Firma, die gekauft worden ist von Intel, die in Israel ansässig ist, also immer noch in Israel, und die sind da sehr gut dabei, wenn es ums autonome Fahren geht, haben auch viele namhafte Automobilhersteller, und hier schwebt Intel ein Börsengang, ein IPO vor, und sie streben dann einen, ob es utopisch ist oder nicht, vor allem in der aktuellen Lage, sei mal dahingestellt, aber sie streben einen Marktwert an von 50 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich, Intel selbst bringt momentan 150 Milliarden Euro knapp auf die Waage, also irgendwo zu 160, 165 Milliarden US-Dollar, und Mobileye alleine sollte dann 50 Milliarden wert sein. Also für Fantasie, würde ich mal sagen, ist bei Intel eigentlich gesorgt. So, jetzt ziehen wir die skeptische Brille auf und kommen zu Intels Problemen. Denn viele Dinge haben ja zwei Seiten einer Medaille, und ich habe schon gesprochen von der Auftragsfertigung als neues Geschäftsfeld und von den massiven Investitionen, die dann notwendig sind. Das sollte keine Überraschung sein, wenn man neue Fabriken hochzieht. Und das sieht man hier in erster Linie beim Free Cashflow. Die Dividenden die ganze Zeit locker gedeckt durch den freien Cashflow. Und ab 2022 soll es ja noch massiv nach unten gehen und auch erst mal im Geschäftsjahr 2023 unten bleiben. Das heißt, die Dividenden werden dann auf Pump aus Cashflow-Sicht finanziert. Und das hat in erster Linie dann mit den starken Investitionen zu tun, die da in den Ausbau oder komplett in die neuen Fabriken gesteckt werden. Das ist definitiv eine Belastung, auch wenn viele Ressourcen, viele Barmittel da sind, aber es müssen dann dennoch, es schlägt auf den Cashflow sich nieder, auf den Free Cashflow. In diesem Zusammenhang hat man übrigens auch die Aktienrückkäufe bei Intel jetzt eingestellt, also wenn wir in Zukunft keine Aktien mehr zurückkaufen, weil man das Geld eben jetzt für die neue Geschäftsstrategie, für dieses IDM 2.0 Integrated Device Manufacturer benötigt. Ist, denke ich, alles soweit nachvollziehbar, sollte an sich nicht enttäuschend sein, aber nichtsdestotrotz, es zerrt erstmal am freien Cashflow. Dann ist es so, vielleicht ein subjektiver Eindruck, den ich habe, für mich wirkt das Ganze so ein bisschen wie die Flucht nach vorne dieser Auftragsfertigung, das heißt, Intel geht hin
und verlagert das Schwergewicht ein bisschen weg vom Designen hin zum Fertigen, zum Auftragsfertiger und verlässt damit auch so ein bisschen die direkte Konkurrenz. Sie sind natürlich noch direkte Konkurrenten, aber man geht ein bisschen weg von AMD und Nvidia, wo man doch relativ schlecht ausgesehen hat die letzten Jahre und legt sich jetzt aber dafür mit anderen Giganten an, nämlich mit Taiwan Semiconductor und Samsung Electronics verstärkt. Samsung Electronics ist jetzt der größte Halbleiterfertiger, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, nicht Taiwan Semiconductor, aber es sind Giganten. Taiwan Semiconductor hat sogar die höchste Marktkapitalisierung von allen hier, nach Nvidia, dann Samsung Electronics und in Intel schon fast durchgereicht, momentan noch knapp vor AMD. Es wird also nicht einfacher, wenn man jetzt hingeht und sagt, dann machen wir eben Fertigung, weil das kann jeder. Nein, so leicht ist es nicht. Und da muss man erstmal noch gucken, wie sie damit zurechtkommen. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass sie auch Probleme hatten, Intel, bei der Umstellung auf die 7-Nanometer-Technologie. Also ob dann die neue Kernkompetenz Fertigung sozusagen so viel einfacher sein wird und so viel Erfolg versprechen hat, das ist noch dahingestellt. Umstellung eines Geschäftsmodells ist einfach mit großen Risiken verbunden und sie haben eine starke Konkurrenz. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist schon okay, dass die das machen. Also man kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Wenn wir uns die Segmente anschauen, haben wir hier Kleincomputing und dann Data Center, das sind die großen und noch ein paar andere, unter anderem eben dieses Mobileye. Und man kann im Prinzip, das macht jedenfalls auch Intel so, die Geschäftsbereiche in zwei große Geschäftsbereiche trennen. Das eine ist das Legacy-Geschäft, wenn man so möchte, das ist das PC-basierte Geschäft. Das ist, dafür steht Kleincomputing, das, wo Intel herkam. Wir erinnern uns an die blauen Männer, Intel Inside, die PC-Chips, die Mainboards, die Speicher, alles, was so dazugehört, verbaut in PCs, in Laptops, teilweise auch in Smartphones, das ist Kleincomputing. Und dann haben wir alles andere, das ist dieses datenzentrierte, dieses neue Geschäft. Da gibt es dann Schlagwörter wie Internet of Things, Mobileye, autonomes Fahren, aber auch hier Rechenzentren, cloudbasierte Anwendungen, die dann da drin laufen. Das ist das neue Geschäft. Und dieses kleine Computing-Geschäft, wo Intel eigentlich herkommt, es hat schon noch eine Zukunft, aber da ist relativ wenig Wachstumspotenzial. Das kann man dann auch sehen, wenn man sich einfach mal nur Client Computing anschaut, das relativ schwaches Wachstum. Wenn wir uns die Margen anschauen, hier auch 41% operativen, 38%, 36%, dann sind die auch rückläufig. Also da ist im Prinzip Stagnation drin. Und das ist ein bisschen schade. Auch bei dem Data Center sehen wir momentan eigentlich jetzt keine Entwicklung, die so exponentiell nach oben geht. Im Gegensatz zu, wenn wir AMD uns anschauen würden oder Nvidia oder sicherlich auch Taiwan Semiconductor, dann würden wir ja was anderes sehen. Das ist halt ein Ausdruck von der aktuellen operativen Schwäche von Intel. Nichtsdestotrotz macht es schon Sinn, denke ich, oder man kann nachvollziehen, die neue Strategie, weil man halt ein starkes Segment hat, mit über 50% bei dem kleinen Computing, was halt so eine Legacy-Geschichte ist. Und man muss da jetzt halt ein bisschen was Neues finden. Dann versucht man es halt mit der Auftragsfertigung. Naja, was auch noch ein Problem sein könnte, das wäre, wenn Intel in den Schweinezyklus reinrennt, habe ich mir gedacht. Nämlich die Chip-Branche, die ist ja auch zyklisch. Momentan bis 2023, sagt Pat Gelsinger, sieht er eine Knappheit in der Halbleiterindustrie, wie wir sie momentan haben, anhalten. Aber was kommt danach, wenn die ganzen Fabriken gebaut sind und es sind ja massive Investitionen, die da getätigt werden, könnte es ja sein, dass wir dann eine Überkapazität haben. Im blöden Fall hat Intel dann quasi operativ alles richtig gemacht, aber drängt dann zu einer Zeit auf den Markt mit den Chips, wo wir eine Übersättigung haben, was dann für den Aktionär auch recht unglücklich wäre, weil dann auch mal die Margen runtergehen würden. Und last but not least, ist es einfach so, dass, zurück nochmal auf die operative Leistung, es wird nichts bringen, wenn, oder es wird nur die halbe Miete sein, ich sag's mal so, wenn die neue Auftragsfertigerstrategie funktioniert, aber das, was sie selbst designen, nach wie vor dem hinterherhechelt, was momentan Marktstandard ist. Und hier komme ich nochmal zurück auf AMD und Nvidia. Und wenn wir uns einfach mal hier die Umsatzentwicklung anschauen von AMD und Nvidia, noch sind wir hier bei Intel und auch
die Margen, ich zeige jetzt hier mal die operativen Margen, speichere das mal ab, dass wir auch diesen Konfigurationen hier haben, wenn ich auf AMD klicke zum Beispiel. Und da sieht man halt, dass wir hier ganz andere Verläufe haben. Und dann gucken wir auch nochmal Nvidia an und da sieht es genauso aus. Also stark steigende Margen, extrem stark steigende Umsätze. Und bei Intel ist eher Stagnation angesagt bei den Umsätzen und fallende Margen, operative Margen. Und das alarmiert natürlich und es hat ja entsprechend zu den Kursverlusten geführt, wo wir bei der dynamischen Aktienbewertung wären. Ich habe eingangs erwähnt gehabt, dass die Intel-Aktie recht günstig bewertet zu sein scheint und es sind halt eben die üblichen verdächtigen Kennzahlen, die wir hier haben mit dem KGV etc. Und das KGV, das bezieht sich auf den aktuellen Stand. Aber wenn wir jetzt schon wissen, dass die Gewinne sinken sollen, und dann nehme ich jetzt aber den bereinigten Gewinn hier, der verläuft glatter, dann nehme ich jetzt mal den fairen Wert, blende ich ein. Und dadurch, dass die Gewinne hier erstmal stark sinken sollen, Stichwort auch Margendruck, werden auch die fairen Werte der Intel-Aktie sinken. Den bereinigten Gewinn mache ich jetzt mal weg und mal ein bisschen hier ranzoomen. Also ihr seht hier in der Vergangenheit, hat der bereinigte Gewinn, weil er ein sehr guter Indikator für den Kursverlauf, beziehungsweise könnte auch anders es ausdrücken, der Kursverlauf hat sich am bereinigten Gewinn orientiert und das scheint er immer noch zu tun. Wir haben hier die letzten vier Quartale, der Gewinn auf die letzten vier Quartale bezogen, also hier, die kriegt ihr auf anderen Finanzseiten in der Regel, also oft sage ich mal nicht zu sehen, sondern nur die vollen Geschäftsjahre. Und hier darauf basierend wäre der faire Wert noch bei 52 US-Dollar. Das war er damals auch, damals lag er auch tatsächlich bei ziemlich genau diesem Kurs, die Aktie. Momentan liegt die Aktie aber bei unter 40 US-Dollar und ist nicht nur der aktuellen Börsenlage vermutlich geschuldet, sondern auch den rückläufigen Gewinnen. Da wäre nämlich dann der faire Wert nur noch bei 35 US-Dollar. Das heißt, die Intel-Aktie wäre sogar noch überbewertet, obwohl sie jetzt so stark zurückgekommen ist vom Allzeithoch. Ich habe was von 40% gesagt gehabt. Und das soll erstmal noch keine Besserung in Sicht sein. Das heißt, es soll erstmal noch mit dem fairen Wert, mit dem Gewinn und deshalb auch mit dem fairen Wert weiter nach unten gehen. Und man weiß nicht, wann das ganze Ding, die auch die neue Strategie dann auch fängt. Die Analysten sind eher skeptisch. Oft sind sie sehr optimistisch, bei Intel sind sie eher skeptisch. Was ich noch ganz interessant finde, ist, wenn man den fairen Wert Umsatz und Dividende einblendet, dann kriegt man ein anderes Bild von der Lage. Und da gehe ich auch mal ganz kurz drauf ein. Da wäre Intel stark unterbewertet, da wäre der faire Wert nach wie vor so, wie er im letzten Geschäftsjahr ungefähr war, bei über 50 US-Dollar und auch bei der Dividende, laut Fair Value Dividende, läge der faire Wert der Aktie bei über 50 US-Dollar. Halte ich jetzt beides aber weniger gut geeignet als den fairen Wert basierend auf dem bereinigten Gewinn. Warum? Weil der faire Wert Umsatz ein bisschen missführend ist. Denn der Umsatz ist ja nicht mehr so viel wert, wie er mal war. Die Margen sind ja gefallen von 32 und auf sollen sie knapp über 20% sinken innerhalb weniger Jahre. Das heißt, ein Dollar Umsatz bei Intel wird weniger wert. Und das wird ja hier nicht berücksichtigt beim fairen Wert Umsatz. Da wird einfach gesagt, mit wie vielfachen Umsatz ist die Aktie bewertet. Und an der Dividende würde ich es auch nicht festmachen, weil die Dividendenrendite allein macht zu wenig von der Gesamtrendite aus. Wenn wir hier mal zum Beispiel gucken, was wir für Negativpotenzial hätten, das reißt die Dividende dann auch nicht mehr raus. Das könnt ihr hier sehen, hätte ja immer noch aufs Jahr ein negatives Kurs- bzw. Renditepotenzial insgesamt mit Dividenden von 7%. Das heißt, diese fairen Werte würde ich nicht nehmen. Ich würde hier tatsächlich auf den fairen Wert basierend auf den bereinigten Gewinn gehen. Man kann jetzt argumentieren, die Analysten sehen das zu negativ und man glaubt an Intel. Das ist natürlich alles so ein bisschen Interpretationssache. Es ist sicherlich schon viel Negatives eingepreist, aber nichts Genaues weiß man nicht. Ich würde sagen, das Risiko ist relativ hoch bei Intel. Zum einen packen sie es operativ wieder mit der Konkurrenz an die Konkurrenz anzuschließen und zum anderen klappt die Strategie der Auftragsfertigung, wenn sie sich dann in erster Linie mit Taiwan Semiconductor und Samsung rumschlagen müssen. Eine Alternative wäre, einfach auf die anderen Aktien auszuweichen, sowohl Auftragsfertiger als auch hier Chip Designer und dann einfach gucken, wenn die Aktien attraktiv bewertet sind,
hier ein Kauflimit zu setzen und sich dann informieren zu lassen. Ein Kauflimit habe ich hier sogar eingetragen. Und ihr seht ja, dass die Aktien schon relativ stark runtergekommen sind. Nvidia hat auf 6-Monats-Frist fast 50% verloren, AMD 40%. Und auch die anderen Aktien wie Samsung und Taiwan Semiconductor haben schon ein bisschen vom Allzeithoch jedenfalls abgegeben. Das wäre eine alternative Strategie, einfach auf die Gewinner zu setzen und da zu gucken, dass man halt nicht zu teuer reinkommt. Wie das Ganze gemacht werden kann, das wisst ihr ja. Analog zu Intel könnt ihr auch die anderen Aktien im Aktienfinder analysieren. Dann nochmal der Hinweis hier, schaut euch gerne die Aktienanalyse an. Sehr viel ausführlicher als ich hat es der David gemacht. Er hat auch verschiedene Szenarien bei der Bewertung zum Beispiel durchgerechnet. Ein positives, negatives und neutrales Szenario. Und dann schaut mal, zu welchem Urteil der liebe David kommt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Es ist ein bisschen was hängen geblieben, auch so allgemein. Schreibt mir gerne eure Meinung zu Intel unten drunter. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Wahrscheinlich wird es ein Livestream sein. Ciao.